Große Erwartungen bei der Begegnung Preußen-Münster gegen Westfalia Herne. Die Münsteraner von links nach rechts in grünen Trikots und dunklen Hosen spielend. Nach 4 Minuten die erste Möglichkeit. Stefan Grädler rutscht nur Zentimeter am Ball vorbei. Bei dieser Spitzenbegegnung natürlich entsprechendes Zuschauerinteresse. Über 4000 waren ins Stadion gekommen, um ihre Mannschaft anzufeuern. Der erste Angriff von Herne. Hans-Dieter Mangold mit einer ersten großen Möglichkeit. Ja, und Westfalia Herne war gefährlich. Sie kombinierten geschickt, ließen den Ball laufen. Dann der Pass in die Spitze. Und immer wieder Mangold, dessen Gegenspieler heute keinen guten Tag erwischt hatte. Mittlerweile eine halbe Stunde gespielt. Preußen-Münster kam in dieser Phase kaum zu guten Möglichkeiten. Und wenn, wie hier in der 40. Minute, dann waren es Einzelaktionen. Der Schuss von Stefan Grädler, allerdings kein Problem für Detlef Müller im Tor von Herne. Westfalia bekam allmählich Oberwasser. Rainer Thielemann hier mit der Nummer 3, er machte heute ein gutes Spiel, keiner greift energisch genug an. Ja, und dann aus 20 Metern das 0:1 für die Gäste in der 41. Minute. Bis zur Halbzeitpause tat sich dann nichts mehr. Schiedsrichter Gochermann aus Bochum pfiff pünktlich zur Pause. Er hatte keine Mühe mit der fairen Partie. Die Zuschauer natürlich enttäuscht mit dem Pausenstand. Dennoch gab es für sie etwas zu lachen. Elfmeterschießen, eine willkommene Auflockerung. Richtig spannend dann die zweiten 45 Minuten. Mittlerweile endlich die Sonne herausgekommen. Gute Bedingungen also. Herne im Angriff. Eine verunglückte Abwehr und aus der zweiten Reihe Jörg Silberbach das 0:2 in der 59. Minute. Sicherlich ein haltbarer Schuss. Ralf Meester war allerdings die Sicht etwas versperrt. Ja, und während der Stadionsprecher noch den Torschützen für Herne nannte, Münster vom Anstoßkreis weg. Der eingewechselte Sechelmann setzt sich durch, flankt. Kapitän Gisbert Paus erzielt den Anschlusstreffer zum 1:2. So schnell kann das gehen, innerhalb einer Minute 2 Tore. Preußen-Münster wechselte nochmals aus. Für Wenske kam Luigi Camisciano. Münsters Trainer wollte also die Wende. Doch Westfalia Herne technisch, Konditionsstärke einfach besser. Und sie hatte einen überragenden Hans-Dieter Mangold. Handspiel von Dirk Sechelmann, Strafstoß, Kapitän Uli Reimann tritt an, verlädt Ralf Meester das 1:3 in der 81. Minute. Viele enttäuschte Zuschauer verließen das Stadion, aber sie verpassten etwas. Schön Fußball nämlich, allerdings demonstriert von den Gästen. Carsten Link setzt sich durch. Dann das 1:4 durch Carsten Link in der 83. Minute. Den Schlusspunkt einer guten Oberliga-Begegnung, zumindest aus Sicht der Gäste, setzte Jürgen Brehm in der 87. Minute. Natürlich Begeisterung beim Westfalia-Anhang. 1:5 der Endstand in Münster und damit zurück nach Köln zu Jürgen Mahnke. Handball und